Freitag 17 Uhr, moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zum neuesten Video hier aus meiner Höhle. Alter. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe einen Song rausgebracht und zwar den Rentner-Song. So hört er sich an. Ich bin ein echter Mann. Reicht auch eigentlich schon, denn wir werden heute eine Reaction auf Reactions machen. Das haben wir damals schon bei Castrop Spandau gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr entweder noch das Making-of zum Musikvideo gucken oder ihr guckt das Making-of zum Song. Beides in der Videobeschreibung verlinkt und da könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Eigentlich super interessante Videos. Vielleicht habt ihr es verpasst, nicht wahr? Kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten gehen wir direkt rein in die erste Reaktion. Es läuft folgendermaßen, ich gucke mir die Reaction an und am Ende gibt es hier so einen Reaction-Brand. Aus Reactions. Juhu. Willkommen, meine Freunde. Tank. Ich heiße Tank und das ist eine... Der ist aber gut. Another episode of Roadie Reactions. From Kale Koschinski. That's me, Digga. So today, we're gonna check out a song by the artist Kale Koschinski. We're checking out his video for the song. About a year and a half ago, we got the release of Castrop Spandau, which was the collaboration between Electric Callboy and Kale Koschinski. Tank ist sowieso ein absolut geiler Typ. Der ist jetzt, glaube ich, sogar mit den Jungs in Amerika dann auf Tournee, als irgendwas macht er da, soundtechnisch mit der Gitarre oder so. Mega geiler Typ. Kale did announce that he's gonna be working on an EP of his own music, and it's gonna be produced by Daniel Hannes of Electric Callboy. Daniel motherfucking Hannes, Alter. Und Alex, da setze den fettesten Pieper auf das drauf, wie du noch nie einen Pieper auf den drauf hier setzt hast, verstehst du? So richtig. Daniel übrigens, geiler Typ, der hat alle meine Songs produziert, die wir jetzt gemacht haben. Nicht nur den Rentner-Song, sondern auch den, der jetzt am 9.06.2023 auf Spotify, Deezer, Music Apple, Music Fruit, Sound irgendwas und noch weitere Promotions zur Verfügung stehen. Und das Musikvideo auch am 9.06. 18 Uhr auf diesem Kanal. Hier steht jetzt hoffentlich irgendwie Kale oder Kale Koschinski. Also hier auf diesem Kanal, wo du das Video jetzt siehst, da ist dann die Premiere. And it is Daniel producing it, Daniel mixing it, and then Christoph from NSOK mastering it. Ja, also das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Info hier. Der Christoph, also hier oben, der über mir, der macht alles bei mir. Also der mastert alle meine Songs. Also die beiden wirken together und die machen das, glaube ich, auch bei Electric Callboy. So, deswegen ist es natürlich auch naheliegend, dass ich sehr vieles, was ich jetzt gemacht habe, also diese drei Songs, die jetzt nach und nach rauskommen werden, auch ne, Castrop Spandau und so, dass sich das alles sehr ähnlich anhört. Ist naheliegend, aber ich habe trotzdem versucht, meinen eigenen Tune zu erschaffen. Ich hoffe, dass es ein bisschen gelungen ist. Falls nicht, dann abonniert mich. Das wäre das Mindeste. Also like das Video mindestens auch durch. Und wenn du es immer noch nicht deinen Eltern gezeigt hast, dann weiß ich auch nicht. The Shiloh Brothers are even doing this video. Auch ein wichtiger Punkt. Die Videos werden auch von den Shiloh Brothers gemacht. Also alles, was Electric Callboy bekommt, bekommt Kale Koschinski gerade auch. Nur alleine. Today I am once again listening to Kale Koschinski for the very first time checking out his brand new single and music video for Rentner Song. Sehr gut. Oh, feel that build. Get ready for it. Aber ich glaube, er denkt, es wird jetzt krass. Didn't go where I thought it was. Wie geil ist das denn? Ob man sich so das Rentnerleben vorstellt, auf der Bank sitzen und andere bepöbeln und sich dabei machen. Ja, natürlich. Hey, das machen doch alle. Das hört sich direkt so an. Aber das ist genau dieser Sound. Von Electric Callboy. Nein, nein. Oh, that build though. Selfmade und spar mein ganzes Leben lang, damit ich niemals leben kann. Okay. Ich bin Renner, früher war das immer so schön. This is gonna have a huge chorus, guaranteed. Ich bin Renner, früher war das immer so scheiß auf zu Gott, aber nicht auf ich. Oh, I love the kick and snare pattern that they chose for this. Genau, ja. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr gut, dass es dem Tank auffällt. Also das Kick- und Snare-Pattern, das war uns persönlich auch einfach sehr wichtig, dass das genau so ist. Also ich habe auch Daniel vorhin angerufen. Ich komme da gerne runter nach Castrop Spandau, Rauxel. Aber wenn das Kick- und Snare-Pattern vom Rentner-Song nicht sitzt, dann blasen wir das alles ab. Hast du verstanden? Naja, haben wir dann gemacht und deswegen haben wir auch den Song. Könnt ihr euch bedanken. Geschwingt wie Zombies, ne? Ja, wie Renner halt. Holy. Wie Renner, hast du gut erkannt. Hat so ein bisschen Electric Callboy bei. Nein. Und er hat Electric Callboy gesagt und er weiß nicht, dass der Daniel Hannes ist. Das ist der Gitarrist von denen. Alter, was sind das für krasse Effekte, Digga? Was?
Wie geil ist das bitte? Also ich habe echt so ein bisschen da auch den Struggle gehabt. Finden die Leute sowas lustig? Oder also so ein Rollatorrennen, ist das noch lustig? Oder ist das schon cringe? Ja, vielleicht beides, aber Nico hat auf jeden Fall gedacht, das freut mich sehr. Yeah, ich bin Rentner has got to be like, I'm a retiree. Yeah. Just based on the video too. The build up to the chorus is great. Finde ich auch. Ich bin Rentner. Don't need to know what they're saying sometimes. It's a banger. Where they escape from? So. Aber irgendwie, also, wir haben so wohl ein bisschen gefailt, weil die wenigsten Leute checken so bisher keine Reactions. Vielleicht kommt das jetzt gleich noch bei den anderen Leuten. Aber ich finde es ein bisschen schade. Wir haben uns da so rausgeputzt. Gut, dass du lachst. Ich hab die Kurve nicht gekriegt. Ist das geil. Mastered by, mixed by, produced by Daniel. So, und das muss ich sagen, ist mega geil. Macht sonst, hat niemand gemacht. Patrick wusste nicht sofort, wer Daniel Hahn ist, Digga. Googelt es einfach, weil das macht man so. Wenn du keine Ahnung hast, dann guck doch nicht immer nur in deinen Chat, Digga. Auch mal selber gucken. Bengalos auf der Kaffeefahrt. Zeitung zu spät, ich rufe deinen Vater an. Jo, können wir mal ganz kurz drüber reden, wie cool das aussieht? Also einmal ganz kurz, wie cool ist diese Einstellung bitte? Ich weiß, ich werde jetzt so ein bisschen so zum Film-Nerd, weil ich ja auch das Ganze so ein bisschen gemacht habe, aber holy shit, das sieht richtig gut aus. Sehr schön, freut mich, dass du das siehst, lieber Nico. Bengalos auf der Kaffeefahrt. Zeitung zu spät, ich rufe deinen Vater an. Oh, he's so serious. So this song has to be about, like, old people hanging out? Old generation? Younger generation? Yeah! Yeah! Real talk. Also, die Lyrics sind geil. Why am I not surprised that the big call out in this is another variation of f***ing dope? Döp ist immer gut. Man kann Döp machen warm, man kann Döp machen kalt. Wie geil ist dieser Song? Der macht einfach nur Spaß zum Zuhören. Wie geil ist das? Das macht richtig Bock. Is like this? Oh, okay. Das Schönste ist der Star des Videos. Yeah, they're old, but they still feel young, so they're drinking. Yeah. Aber sie checken schon, worum es in dem Song und dem Video geht. Das finde ich schon impressive. Also, very good, Brothers React. Das ist ja... Guck mal hier. Ey, das ist ja ein arschgeiles Musikvideo. Holy shit, Kalle, Digga. Ja, danke. Also alles daran irgendwie, alles. Also es ist 10 von 10 komplett. Und das sage ich jetzt nicht, weil, weißt du? Ja. Also das meine ich komplett eigene Meinung jetzt hier. Ey, wirklich komplett, Patrick? Oder willst du noch mal überlegen? Nö, ich meine das wirklich voll komplett. Genau meine eigene Meinung. Bist du wirklich sicher? Nö, also wirklich. Also, Digga. Ich finde das geil, da wird ja jedes Rentner-Klischee durchgenommen. Also da gehen Props raus. Danke. This is excellent so far, man. This is a very replayable song that I will listen to all the time. I'm probably gonna annoy the shit out of the Electric Callboy guys on tour with them just playing it nonstop. Solid 10 out of 10 fucking banger, dude. Das ist eigentlich meine Lieblingsszene im ganzen Video, bin ich ehrlich. Also rein vom Bild her ist das die schönste Szene im ganzen Video. Da muss ich ein bisschen das Lachen verkneifen, man sieht es hier so ein bisschen, die Bäckchen gehen schon auseinander. Ich richtig, dass ich ja lachen musste. Ja, ja. Und dann so, oh Mann. Er sagt nichts. Was ist das für eine Reaktion? Krasser Scheiß. Ja, danke für diese hochqualitative... Also, du hast deine Mates. Sie lost him. Die machen sich richtig Sorgen um Scooby, ey. Voll niedlich. Danke auf jeden Fall für diese Reaction. Jetzt sag was Schlaues, bitte. Hey, like, live in the moment, enjoy your life. Not everything's about money and possessions. Again, I could be way off of this, so I really can't say anything bad about it, other than just, yeah, I don't really know if I've listened to it on my own time much. Ich glaube, er ist ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, er will nicht sagen, dass er es kacke findet. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Scooby, was machst? Geile Sache, Kalle. Wir wollen mehr sehen. Wir brauchen mehr Videos. Draufklicken, liken, abonnieren. Tut Kalle in straighten Richtung
von 1 Million von YouTubern zumindest. Und wir sehen uns in der nächsten Episode vom Leben her. Look, I don't know if it's the kid in me. This is a song that I can easily have on a playlist just over and over again. But yeah, I mean, you guys saw my reaction. You saw how much I love this. Ja, freut mich. Also er hat es auf jeden Fall hart enjoyed. Wirklich so lass gut. Bitte an. Bitte lass es an. Ja. Ach, wie cool ist das denn, Mann? Nicht Kopfschütteln, Scooby. Das war richtig nice. Absolutes Brett. Es macht einfach so viel Spaß beim Zuhören. Holy shit, Kalle. Du hast es drauf, Mann. Wann nächster Song? 9.6.2023. Der nächste Song von Kalle Kuschinski kommt am 9.6.2023. Kalle Kuschinski featuring Nico Salach von Electric Callboy. Der Name heißt Meine Buffalos. Warte mal, pisst er sich ein? Das ist wirklich abseits von seinem ganzen YouTube-Ding einfach krass. Das ist weg von dieser Kalle Kuschinski-Brand in dieses neue Musikding. Absoluter Banger, wirklich. 10 von 10, dicke Props. Ja, vielen lieben Dank auch an Papfi an dieser Stelle. Das war die Reaction zum Render-Song. Ja, ich habe für mich auch aus diesem Projekt schon sehr viel jetzt mitnehmen können. Also für die nächsten kommenden Songs, die vielleicht irgendwann produziert werden, wer weiß, ob wir an einem Album schrauben oder nicht. Das hängt jetzt natürlich auch ein bisschen mit der Resonanz zusammen, aller drei Songs insgesamt. Und wir sind noch an so einer kleinen Überraschung dran. Da bin ich jetzt auch noch sehr hyped. Ja, aber zum Beispiel der Refrain, da finde ich, hätte man noch ein bisschen mehr machen können, auch melodisch, damit es noch ein krasserer Ohrwurm wird vielleicht. Auch ein bisschen mehr Variation. Auch textlich hätte man noch ein bisschen mehr an die Grenzen pushen können. Aber ich bin overall sehr zufrieden mit diesem Produkt, mit diesem Ergebnis dieses ersten Projektes. Da könnt ihr mir natürlich gerne auch nochmal Feedback zu dalassen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Kalle Kuscheiße-Digger. Bis bald, ne?